Das ist Bobby. Bobby aus dem Dorf Conqueiros in Portugal ist nicht nur ein guter Hund, sondern auch ganz offiziell der älteste Hund der Welt. Seit dem 1. Februar wird Bobby auch als solcher im Guinness-Buch der Rekorde geführt. Bobby war bereits der älteste Hund in Portugal. Dann habe ich erfahren, dass der Weltrekord für hohes Alter bei 29 Jahren lag, während Bobby letzten Monat 30 Jahre alt wurde. Also habe ich mich an Guinness gewandt und gefragt, was man tun kann, um einen Rekord aufzustellen. Es dauerte fast ein Jahr, um alle Beweise zu sammeln, die Guinness von mir verlangte, Fotos, Videos oder die Dokumentation der tierärztlichen Versorgung. Bobby ist ein reinrassiger Rafeiro, ein portugiesischer Herdengebrauchshund. Er wurde am 11. Mai 1992 zusammen mit drei anderen Welpen in einem Holzschuppen der Familie Costa geboren. Da die Familie so viele Tiere besaß, beschloss der Vater, dass sie die neugeborenen Welpen nicht behalten konnten. Bobby jedoch übersah er, weil er mit seinem braunen Fell im Schuppen schlecht zu sehen war. Lionel und seine Schwester versteckten Bobby daraufhin und retteten ihm so das Leben. Für sein Alter sieht er sehr gut aus. Was die Organe betrifft, ist es etwas komplizierter. Ich habe einige Tests machen lassen und im Inneren sind seine Organe verklebt. Nun ja, von außen sieht er gut aus. Lionel führt Bobbys Langlebigkeit auf die Ruhe des Landlebens und seine menschliche Ernährung zurück, die viel Fleisch und Fisch enthält. Bobby habe das Gleiche gegessen wie die Familie, sagt er. Er wurde nie angekettet oder an die Leine genommen und streifte früher durch die Wälder rund um das Dorf.